Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir endlich Trevor freigeschaltet, wie ihr sehen könnt, und haben mit diesen direkt drei Missionen erledigt. Und ich habe jetzt geplant, einmal eine Fremde- und Freaks-Mission mit ihm zu spielen, um zu gucken, was für eine, welche Missionen hier dazukommen können. Und dann würde ich eigentlich direkt Story weitermachen mit ihm. So. Okay, einfach weitermachen. Okay, die können sich echt nicht gut drehen, die Fahrzeuge hier. Du hättest nicht so ausweichen müssen. Ich bin nur abgebogen, Freundchen. So, einfach hier lang. Wegnatzen. Den wollte ich einfach wegnatzen. Hatte gerade Bock drauf. Schauen wir mal nach, was das für eine Fremde- und Freaks-Mission ist. Das müssen ja dann Freunde von ihm sein. Von Trevor. So war es zumindest bei allen bis jetzt. Bei Franklin war es die Abschleppmission. Und bei Michael war es die Joggerin bis jetzt. Und der Stalker. Gucken wir erstmal, was hier bei Trevor abgeht bei diesen Missionen. So. There you are, handsome. Lou Mudd. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate. Alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is, it's one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay. Wir fangen also Leute bei der Dame hier. Ich glaube, das war ihr Auto. Das hättest du nicht so kaputt machen müssen, Trevor. I tell you what. People say I'm nervous and paranoid. But I'm not. I'm not, dear listeners. You best get going. I'm not nervous. I'm fearful. And I'm not paranoid. Because this stuff is true. There is a whole secret world that is kept hidden from my... Neuer Kontakt. Wo ist die Kautionsmission? That makes everything make sense. Neuer Kontakt. I understand it, more or less. And it's my mission to help you understand it too. So. My buddy. Hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon angegangen sein. Und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast sie weggeboostet. Ich denke, das macht offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprise. My friend Philip. He's such a guy, man. Boss, I really feel we're close to a breakthrough, Ron. I hope so, Trevor. I really do. But I'm a little worried. Of course you are. I mean, we've been here before, on the cusp of a big deal. Then, well... Well, what, Ron? Nothing. No, not nothing. What? What? Don't make me say it a third time. Well, someone always upsets you. And so you're saying I'm too sensitive for this career path? Exactly! You're a tortured soul! That's just what I meant! You know, I think you may be right there. They've tricked the clever people into actually believing their nonsense. Okay. It's the genius of the thing. Get the clever people and the stupid people will fall. Right? Right? Ich bin Spirit aus dem Knast. Trevor, ich hoffe, dir geht es gut. Es ist eine Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Die Wachen sagen, dass ich vielleicht bald Besucher empfangen darf, wenn ich mich benehme. Ich hoffe, du hältst dich aus Schwierigkeiten raus. Entweder das oder du musst dich stellen. Der Knast ist gar nicht so übel. Ich glaube sogar, du würdest ihn lieben. Mir fehlt Mikey, aber der ist jetzt in einem besseren Ort. Ich habe keinen Freund. Danke der Nachfrage. Die ganzen Knastgeschichten stimmen gar nicht. Das klappt nur, wenn man es will.
Du willst es nicht glauben, aber Mike ist noch am Leben. Er wohnt in Los Santos. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Schlagringe jetzt hier. Hey Trevor, ich wurde darüber informiert, dass dieser Gestrauchelte sich beim Steinbruch versteckt. Alle Mann scheinen nach ein nervöser Typ. Er will also wahrscheinlich abhauen. So. Muss ich den Ort selber suchen? Bitte nicht. That's the show Beyond Insemination, which is also on this channel. But what isn't on? Hä? Muss ich den Typen jetzt echt selber finden? This channel until now, listeners, is the startling fact that the ancient text of the Du willst mich doch verarschen. They talk about the Anunnaki, lizard beings that descend from the sky. So. This is in Mesopotamia, which is modern day Iraq. Es ist sehr viel Road hier. Also wahrscheinlich da oben, oder? Also hier oben wahrscheinlich. Ich schätze mal hier. Das war dumm. War sehr dumm. Irgendwo hier war das doch, oder nicht? Ist es dieser Steinbruch hier? Ich brauche einen anderen Wagen. Oder ich fahre einfach mit dem hoch. Es reicht jetzt auch. Ich hätte nicht rausspringen sollen. So. Ist das hier überhaupt ein Offroad-Wagen? So. Ach du Kacke. Okay, lassen wir es. Okay, ich glaube, den kann man jetzt momentan noch nicht finden, weil ich die Karte noch nicht so weit genug aufgedeckt habe. Und es ist auch nicht hier der Gebiet. Das Gebiet ist es hier nicht. Der ist irgendwo anders. Gut. Wir gehen zu den Chinesen. Ja. So. Irgendjemand habe ich gerade hier laufen sehen. Listen, burn your computer right now. By my math, we've got less than 3 months left. Seriously. Ich blöd, ich hab doch gerade jemanden hier laufen sehen im Augenwinkel. Depends on the math. I used to be an accountant. Before I understood everything, I was like you, a drone being harvested. Not the kind of drone that vaporizes people from space. And somebody explained to me why we have the largest military budget in the world. Bigger than all the other nations combined, but it's just a bunch of assholes playing with remote control planes. I can miss good. They can work from home. Remember that. Ach, als direkt, als ob gleich direkt die Bullen kommen, nur wenn ich einen umgelegt habe. Naja. Tschüssi, ich geh's weiter. Hier rüber. Ich bin schon wieder rausgesprungen. So. Ich bin sogar richtig, oder? Nein, bin ich nicht. Wenn ich jetzt den Stern wieder krieg, wollte ich gerade sagen,
Dann stimmt was nicht, weil ich hier versteckt war. Gehen wir zu den Chinesen. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys, and fuck them! Ja, ich glaube, Trevor hat ein kleines Problem. Aber ich glaube, das macht ihn auch so einem interessanten Charakter, würde ich sagen. Dann legen wir wohl die O'Neill's Brüder jetzt um. Aber da wir jetzt den Chinesen verprügelt haben, dem sein Vater würde uns wahrscheinlich das nicht so leicht verzeihen. This music's all fucking wrong. That's what I'm looking for. Bro, what the fuck, Alter, Trevor. Egal. Egal, einfach weitermachen. So. Kacke, ich bin... Ja, ab und zu verpasse ich echt immer die Fahrten, wo ich hin muss. Egal, einfach Gas geben. Einfach Gas geben. Wo sind denn überhaupt die Gebrüder? Sehr weit weg anscheinend, hä? Okay, und dann frage ich mich tatsächlich... Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, Bella! You wanna discuss it? We're at the bar! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Okay, wenn Trevor so reagiert jetzt wegen einem Deal, wie sieht's denn aus, wenn er Michael wieder trifft? Oder Lester? Obwohl, Lester ist ja jetzt gehandicapt. Das wird Trevor wahrscheinlich schon berücksichtigen, denke ich mal. Oh, sag nicht, wir dürfen wegsnipen wieder. Ja, bitte sag, wir dürfen snipen. Ja. Wahrscheinlich. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. Right. I hope he don't get through these idiots, but
We know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. So. Haben wir da ein paar Leute umgelegt? So. So. Da. Schleichenmodus, um mich schneller zu bewegen, X gedrückt halten. Ich schleiche aber gerade nicht. Ich bin gerade auf volle Kanne Karacho, meine Freunde. Habe ich echt jeden außen ausgeschaltet? Na, anscheinend schon. Gut. Oh, what the fuck? Okay, what the fuck? So viel Schaden habe ich davor noch nicht genommen. Aber ich habe alle außen erledigt, ja. Dauer mit dem. Da ist noch irgendwo einer. So. Gut. Warum ging die Tür jetzt gerade zu? Gut. Der lebt noch. Der ist down. Müssen wir kurz warten? Ganz kurz warten. So. Komm, Bro, Trevor! What the fuck war das? Alter, der hat den... Und warum lebt er überhaupt noch? Ich hab den fett in den Kopf geschossen. Gut, komm her. Komm her, Kumpel. Take over time. Keep him out of the lab. Mach mal den hier. You get out this property. So. So, hier. Headshot. Aber mit der Schrote ist was anderes. Scheiß drauf. Nehmen wir ihn.
So, ich nehme sie mit. Perfekto. Einfach der Bahn folgen. Aber der Benzinkanister ist niemals so voll. Niemals ist der so voll. Egal. Muss nur geil ausschauen. So. Easy. Everything you've built. See how it feels. So. Ja. Oh, das wird jetzt entspannt anzugucken, glaube ich. Burn, you disrespectful pricks! Perfekt. Das dürfte jetzt wahrscheinlich gleich Bumm machen, weil da sehr viele Chemikalien im Keller sind. Hat's auch. Entkomme vom Farmenhaus. Perfekt. Wohin müssen wir denn jetzt? Drogenhölle. Trevor. Fahren wir dorthin. Fahren wir zu Trevor. Das nächste Mission. Weil wir sind ja gerade Trevor. Bin ich blöd. Sorry, Hundis. Hoppala. So. Was heißt denn, what the fuck? Ich hab dich nur überholt, mein Freund. Ach, Kumpel. So. Alles klar, egal. Dann einfach Gas geben. Einfach Gas geben. So. Perfekt. Gehen wir zu Trevors Haus ran. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money and tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream?
So we're heading to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's the stop? Ice cream? Ja, echt jetzt. Steig in den Wagen ein. Das heißt, wir treffen wohl jetzt Michael. Mit Trevor. Where are your people at in Los Santos? You check my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man. Trip! Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. Jetzt gewittert's auch noch. Alles klar. Die kommen aber auch random in diesem Game, oder? Oder gibt es zu bestimmten Zeiten Gewitter und sonst was? Ich glaube, die kommen random. Alter Kumpel, musst doch aufpassen. Ich geb Gas, da musst du nicht rüberziehen. Naja. Okay, what the fuck geht jetzt hier ab? Ach, hier ist ein... Ey, ist doch niemals ein Motel. I got you them bombs and that pistol with the thing that makes it quiet on it. Yeah, I took them. Those are my gifts for these pricks. So. So, hier hoch. Wir müssen nur den Blicken ausweichen und fertig. Komm. Ach, der ist daneben. So. Gut. Ach komm. What the fuck? Ich dachte, die Leute waren weg. Die Minimap hat gezeigt. Nein, dann waren sie auf einmal wieder da. Mega. So. Whatever they said about him snitching, man, that was bullshit. Billy would have never let this shit go down right here. One creepy little dealer taking down a whole chapter. Ridiculous. Let's take a ride. See what kind of shape they left this place in. Brothers, I am on the road. What do you want? Sister! What? Get your ass down here! Oh, no, we're here to take care of him. Interessant. Okay. Wir müssen außen rum. Wir haben nur noch zwei Dinger zum Zerstören. Oder zum Haften.
So. Okay. Komm, das muss doch passen. Komm, was? Hä? Das habe ich nicht mal gedrückt. Das habe ich gedrückt. Jetzt! Kehrt zu Wade zurück. Komm. Da, einmal hier, danke, tschüss. Ich muss einfach nur wegrennen. So. Okay, dann fahren wir jetzt zu Los Santos, also zu Michael. So. Yeah, going good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? And a house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean any goodbye back, Pete! Trevor! Lube up your eye hole, fucker! Cause I'm gonna fuck your what the fuck? Sind das für Gespräche, die Trevor führt? Also man merkt, dass Trevor echt eine Schraube locker hat. Aber sowas von. Da frage ich mich echt, wie dann wohl die Charakter oder der Charakter von GTA 6 ist. Ob es nur ein einziger ist oder auch so wie hier drei. Okay. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy name? It doesn't matter. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Er redet gerade von sich selber, okay. He had all the talent, charisma, and guile. And guile that a boy could have. Right there. Los Santos. End of the fucking earth. Ah, komm. Lass mir einfach in Ruhe. Die schieße ich nicht ab, weil sonst kommen die Bullen wieder. Die Polizei, sorry. Kumpel, warum drehst du so komisch? What the fuck? Okay, sorry. Der ist ausgewichen wenigstens. Gut, perfekt. Was machen wir hier jetzt? Okay.
So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? Motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! I thought we were going to my cousin. Los Santos, okay. The city of shitheads. Where okay. Holen wir uns ein paar Waffen. Excuse Beach, where you stand. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one. No, even four. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. Okay, dann war es also Michael, der Trevor in dieses Leben hineingezogen hat. So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work, but you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls. And the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off. Oh, we're near Floydcap. I seen it on the iPhone map. I'll give you direction. Jawohl. Straight here. Keep it straight now. Okay, wir haben also gerade die Entstehungsgeschichte von Michael und Trevors Freundschaft gehört. Dann laufen wir mal hoch. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you, Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Lloyd, Apartment kann jetzt als Unterschlupf genutzt werden. Du kannst Fahrzeuge speichern. Okay. 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 Ich kann jetzt zwischen allen drei Hauptfiguren wechseln. Michael, Trevor und Franklin. Aber ich würde jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Und nächste Folge besuchen wir Michael mit Trevor, würde ich sagen. Ciao. Euer Gladius.